Große Bestürzung und Trauer. Miriam Pilau ist tot. Die Moderatorin und Buchautorin erlag im Alter von nur 41 Jahren einem Krebsleiden. Das teilte ihr Management in einer offiziellen Erklärung mit. Bis zuletzt zeigte sich die in Heidelberg geborene TV-Lady im Rampenlicht, besuchte Charity-Galas wie den Rosenball in Berlin und strahlte. Miriam Pilau erkrankte 2008 an Brustkrebs, galt dann als geheilt. Sie bekam eine Tochter, ihr größtes Glück. Anfang 2014 erkrankte sie erneut an Krebs, kämpfte und besiegte die Krankheit. Mit ihren Büchern wollte sie kranken Menschen Mut machen und gesunde Menschen aufrütteln. Aufklärung und Früherkennung war für sie oft ein Thema, wie beim Felix Burda Award 2015. Wenn unser aller Ziel ist, diesem Krebs wirklich auf lange Sicht Paroli zu bieten und vielleicht viele Krebsarten auf lange Sicht in irgendeiner Form in Schach zu halten oder sogar besiegen zu können, dann müssen wir frühzeitig dran sein. Und dazu dient Aufklärung. Und deswegen bin ich heute hier. Miriam Pilau wurde nur 41 Jahre alt.